Lilly. Stefan. Vorsichtig, und warf es. Okay. Ja, ich war überrascht von dir zu hören, nach allem, was passiert ist. Ach, das war doch vor 1000 Jahren. 2 Monaten. Plötzlich. In 3 Wochen. Was trinken? In 4 Tagen. Warum ausgerechnet heute? Warum ausgerechnet was? Ja. Grünes, blondes, für süßes Mannsbild. Heute wäre unser Halbjahrestag gewesen. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich zieh die Jacke aus. Und trink. Ronja, schön, dass du gekommen bist. Ich bin sofort losgefahren. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, doch, klar. Alles gut. Setz dich. Stefan, das ist Ronja. Du hast Besuch? Was ist denn das jetzt? Ich dachte, wir sind unter uns. Ich habe dich seit Wochen nicht gesehen. Monaten. Ich seit Monaten nicht. Ach, Stuckels. Ihr habt noch mehr gemeinsam, als ihr denkt. Jetzt chillt euch erstmal, ja? Ronja, das ist mein Ex Stefan. Stefan, das ist Ronja, meine Ex. Ex wie in ehemalige feste Freundin Ex? Ex wie in, wir hatten Sex, ja. Wann? La la la, scheißegal. Vor 2 Monaten zuletzt. Wie viele Wochen? Ihr habt beide. Wie viele Wochen hast du direkt nach uns? Mal locker, ja. Da war noch einer vor ihr. Und eine nach dir. Jetzt konzentriert euch, ja? Fertig. Was? Der Nagellack ist trocken. Nach nur 99 Sekunden. Krass. Das ist also schon 3 neue Flammen nach mir. Ach, Stefan, da waren viele. Aber nur ihr beiden habt, was wirklich zählt. Hier und jetzt. Lili, ich hab dir gesagt, ich kann das nicht. Zu dritt. Ihr beiden habt, darum geht's gar nicht, ein Faible für Füße. Lilly! Hey Leute, wir sind hier unter uns, alles cool. Es gibt Schlimmeres als einen Fußfetisch. Ja, ich hab ja keinen. Ronja, keine Lügen in meinem Haus. Entschuldigung. Du hast gesagt, es bleibt ein Geheimnis, Lüge Nummer 1. Ich hab gesagt, niemand wird es von mir erfahren. Und das hat sie nicht. Ronja hat die Fotos gesehen. Versehentlich. Die Fotos? Erzähl's ihm. Ja, da war's. Genauer. Okay, ich hab den Kram durchsucht, sorry. Na also, alles cool hier. Darf ich jetzt endlich zum Punkt kommen? Ja, ich bin gespannt. Gekränkt, empört, aber auch gespannt. Also, im neuen Film für meinen Beauty-Channel Create Your Own Path will ich diesen Nagellack testen, der nach 99 Sekunden nicht nur trocken, sondern auch lutschfest ist. Angeblich. Du verarschst uns. Wer von euch es schafft, mir als Erster oder Erste den Lack von den Zehen zu lutschen, der hat gewonnen. Oder die. Hast du noch ein bisschen hier? Nimm den und lutsch selbst dran. Stefan, das ist fürs Internet. Die Leute wollen was sehen. Deinen Finger kannst du dir sonst wohin stecken. Zehen lutschen. Das hat noch einen gewissen Schauwert. Okay, was gibt's zu gewinnen? Du glaubst doch nicht ernsthaft. Eine zweite Chance. Bei mir. Das ist Wahnsinn. Du spielst hier mit meinen Gefühlen. Mach's. Also, ich mach dich fertig. So, ihr Lieben, wenn man sich seinen eigenen Pfad erschaffen hat, was braucht man dann, um loszulegen? Ganz genau, schöne Füße. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe mir meine süßen kleinen Zehen angepinselt, gerade eben. Und jetzt soll der Lack schon trocken sein. Und lutschfest. What? Leute, ich glaub's selber nicht. Deshalb habe ich mir meine ganz besonderen Freunde eingeladen, die aber ein bisschen schüchtern sind und nicht beim Namen genannt werden wollen. Da nenne ich sie einfach mal Häuptling DKC und Fräulein Füßeline. Also ihr beiden, auf die Knie, fertig, los! Da hast du deinen Schauwerk. Schalt mich nie wieder an, du klicksüchtiges Miststück. Was hast du gemacht?